Heute mit zum Regionalwetter vom Wettering Vorarlberg am 25. Juli 2016. Ja, wie ihr seht habt, bin ich zurückgekommen vom Urlaub aus Spanien, wo es traumhafter Sonnenschein hat, angenehm sommerlich warme Temperatur, also genau der Kontrast zu dem, was wir derzeit in Vorarlberg erleben. Ihr seht ja im Hintergrund noch die Bewölkung, die vor allem heute Morgen im Norden und in der Mitte von Vorarlberg zum Teil noch für Niederschläge gesorgt hat. Jetzt untertags, da beruhigt sich die Situation allmählich und so dürfte am über Mittag und am Nachmittag doch noch Sonne ein bisschen zum Vorschein kommen. In den Bergen, da gibt es Quellbewölkung und im Laufe am Nachmittag, da machen wir auch schon wieder mit erster Regenschauer, zum Teil gewitterig verstärkt. Rechner speziell über dem Hügel- und Bergland, die können dann aber auch von Nordwesten auch zum Teil über die Täler innen ziehen. In der Nacht auf morgen ist es mehrheitlich trocken, gibt es ganz vereinzelt noch ein paar Schauer und der Dienstag, der startet dann auch noch letzter Schauer, überwiegend trocken. Sonne kommt morgen am Dienstag immer öfter raus und sorgt für ein paar Quellwolken über dem Bergland und gegen Abend daher wieder lokale Schauer. Oder Mittwoch, der wird recht schaueranfällig. Zwischendrin sorgt sich immer wieder mal Sonne. Temperaturen, die blieben recht warm im Bereich zwischen 22 und 24 Grad in den Tälern mit ein bisschen mehr Sonnenschein. Da kann es durchaus so bis zu 25 Grad gehen. Ja, und am Donnerstag, da dürfte es dann noch ein paar Wolken geben in der Früh, aber dann untertags recht sonnig. Temperaturen steigen auch auf über 25 Grad und am Freitag und auch am Samstag, da dürfte es dann recht sommerlich werden mit viel Sonnenschein untertags und Temperaturen von 26 bis sogar schon 28 Grad. Also der Sommer, der kommt zurück am Wochenende, zumindest bis Samstag oder Sonntag dürfte der Sommer da bleiben. Und am Montag, da könnte dann eine Kaltfront für kühlere Temperaturen und erneut Regenschauer sorgen. Ja, mit diesen Aussichten bedanken wir uns einmal fürs Zuschauen. Schauen bitte rein auf www.wettering.at. Wir haben neue Wetterstationen und neue Webcams für euch. Natürlich alles auf der neuen Webseite. Danke, das war's für heute und bis zum nächsten Mal am Donnerstag. Tschüss miteinander.